Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Sonntagabend-Untergang, wie man das auch mal nennen will. Auf alle Fälle, was haben wir hier diesmal zum Zeitenmessen? Skoda Octavia RS 245, was dann gleichzeitig auch 245 PS sind. Kombi! Und das ist so ziemlich einer der beliebtesten Kombis im VAG-Konzern, weil auf dieses Auto wartet man tatsächlich teilweise bis zu ein Jahr. Okay, und jetzt wollen wir mal wissen, was denn so längsdynamisch auf der Autobahn theoretisch machbar ist mit dem Papas Bomber, könnte man fast schon sagen. Gut, alles klar. Wir gehen einmal VRS-Modus, dann gehen wir einmal in Sport. Das Getriebe ist in S und dann machen wir ein Tempomat aus, Klimaanlage aus. Messtemperatur ist 24,5 Grad Außentemperatur und Tank ist so fast leer. Ist ja auch wieder Gewichtsoptimierung. Und ja, da gucken wir einfach mal, was er so kann. Mal drauf stehen auf dem Zähler 15,5. Ja. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt und ist zumindest auf Golf GTI Performance Niveau. Der Skoda hat sich ja mehr oder weniger den Motor hier entliehen für dieses GAFZ. Aber wie ihr wisst, wir machen immer zwei Messungen, damit wir ungefähr einen Durchschnitt dann einfach haben. So, und zweite Messung. Badum, bam, 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 bam. 160, 180 und 190. Und gucken wir mal, was haben wir jetzt? Eine leicht schlechtere Zeit von 15,6. Also ja, er rennt. Das Skoda Octavia RS 245. Im Schnitt zwischen 15,5, 15,6, 15,7. Lass es vielleicht mal, wenn es heiß ist oder die Strecke nicht hundertprozentig gerade ist, für 16 sein. Aber das ist doch ein akzeptabler Wert. So kann man auch mal schnell den Bierkasten von A nach B bringen. Oder mal eben schnell mit der Mutti irgendwo einkaufen fahren. Wenn zum Beispiel ein Zalando-Outlet irgendwo aufgemacht hat. Naja, gut. Das war's vom Zeitmessvideo vom Skoda Octavia RS 245 Kombi. Namen werden irgendwie auch mal länger. Wenn ihr was zum Auto zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, abonniert mich, beziehungsweise Let's Drive. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Markus.